Dieser sanfte Blick, die sportliche Kopfhaltung, diese Kuh gilt als Schönheit, trägt die Nummer 1929, aber jeder kennt sie unter dem Namen Emily. Das Fell schwarzglänzend, das Euter ein Turbo. Damit wurde sie vor kurzem zu einer der schönsten Kühe Mecklenburg-Vorpommerns gekürt. 4 Jahre alt, schon 2-mal gekalbt, pro Tag liefert sie 50 Liter Milch. Eine von 800 Hochleistungskühen in diesem Betrieb. Dinan Kippers ist der Herdenmanager, ein Holländer. Emily ist eins seiner besten Tiere. Die hat gekalbt im Dezember. Und letzte Woche habe ich die besamt. Also hoffentlich ist die wieder tragend. Das heißt, da kommt wieder was Neues? Ja, hoffentlich nicht, sonst geht es nicht weiter. Warum nicht? Wie? Ja, wenn der Kuh. Irgendwann ist es Schluss natürlich. Die muss dann wieder kalben, bevor die wieder Milch gibt. Was droht einer Kuh, wenn sie keine Milch mehr gibt? Ja, dann droht nur der Schlachter. Geschlachtet wird woanders, hier nicht, auch nicht die Kälber. Der weibliche Nachwuchs geht nach 2 Jahren in die Milchproduktion. Die männlichen Kälber werden weggegeben und zu Wurst verarbeitet. Das alles bringt Geld, aber nicht so viel wie das hier. Die Exkremente der Kühe werden in einer Biogasanlage zu Strom fürs öffentliche Netz umgewandelt. Ohne Biogas könnte der Landwirt zurzeit seine Rechnungen nicht zahlen. Denn der Milchpreis ist im Keller. Pro Liter Milch bekommt er zu wenig. Wir bräuchten 35 Cent mindestens, um die Kosten zu decken. Da haben wir noch keinen einzigen Euro verdient. Und wir kriegen zurzeit 19 bis 20, das heißt 15 Cent pro Liter verlieren wir. Und das kann man sich leicht hochrechnen, bei 20.000 Liter sind das ungefähr 3.000 Euro am Tag. 3.000 Euro Verlust am Tag? Ohne das Biogasgeschäft hätte er schon längst aufgegeben. Er hat rund 20 Angestellte, die nur die Kühe betreuen und zum Melken treiben. Alles artgerecht, wie es heißt. Nur glückliche Kühe geben hochwertige Milch. Der Stall ist neu, die Melkanlage auch. Moderner geht's nicht. Die Anlage gilt als Mercedes unter den Melkständen. Insgesamt hat Christian Karp in den vergangenen Jahren 2,4 Millionen Euro investiert. War das nicht ein zu hohes Risiko? Im Schnitt der Jahre hat es bis jetzt immer funktioniert. Nur seit dem letzten Jahr ist die Milchquote abgeschafft worden. Das heißt, die Milchmengenbegrenzung ist abgeschafft worden. Und wir hatten immer schon Zeiten, wo wir eine Krise hatten, wo die Milchpreise schlecht waren. Aber jetzt haben wir ein sehr langes Tief. Und das Geld, was ich jetzt verliere, muss ich die nächsten Jahre wieder rausholen. Und das wird unheimlich schwierig. Und wer muss das ausbaden? 3-mal täglich gehen die Kühe in die Melkanlage. Das hier ist Emily. Sie findet ihren Platz ganz allein. Und die Maschine erkennt sofort, das ist Kuh 1929. Erwartete Leistung bei diesem Gang 16 Liter. Wird sie das schaffen? Los geht's. Dafür wurde sie gezüchtet, doppelt so viel Milch zu geben wie Kühe noch vor 20 Jahren. Heute gibt es in Deutschland eine gewaltige Überproduktion. Die Menge müsste dringend reduziert werden. Zwischen 3 und 5% müssen wir weniger machen. Aber weil wir ja schon so große Berge aufgebaut haben, es gibt ja ganze Hallen, die voll Milchpulver liegen, müssten wir vielleicht tatsächlich mal 10% machen, um auch ein Zeichen zu setzen. Und dann wird der Preis relativ schnell hochgehen. Das ist einfach ein Marktgesetz. Warum passiert das nicht? Ja, dazu müssen wir die Bauern verstehen. Also im Moment ist es bei uns ja auch so, wir müssen die Liquidität im Betrieb sichern. Wir müssen deswegen so viel Milch wie möglich produzieren, so absurd das ist. Aber um die Kosten und die Rechnung bezahlen zu können, müssen wir einfach mal Menge produzieren. Und das muss auch Emily. Jetzt ist sie schon bei 12 Litern, nein, 13. Weiter geht's. Es ist wie ein Rennen, Dauer rund 10 Minuten. Endspurt. Emily streift als eine der letzten ihr Melkgeschirr ab. Soll erreicht, 16 Liter. Danach wirkt Emily ein bisschen benommen. Aber das war's noch nicht für heute. In ein paar Stunden, am Abend, muss sie wieder ran.